Mehrere Musikstars haben Einladungen abgelehnt, bei den Krönungsfeierlichkeiten von König Charles aufzutreten, was bei den Planern Besorgnis auslöst. Elton John, die Spice Girls und Harry Styles gehören zu den Prominenten der A-Liste, die bereits die Chance verpasst haben, am 6. Mai beim großen Windsor Castle-Konzert seiner Majestät aufzutreten. Das Konzert findet nach der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey statt. Der Tag. Andere bekannte britische Prominente wie Ed Sheeran, Adele und Robbie Williams haben ebenfalls die Chance abgelehnt, bei dem Konzert aufzutreten. Robbie Williams' Abwesenheit sorgte für Aufsehen, nachdem erwartet worden war, dass eine Take That-Reunion stattfinden würde. Take That's Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald werden das Konzert leiten. Es wird auch erwartet, dass Kylie und Danny Minogue, Andrew Lloyd Webber und die US-Soul-Legende Lionel Richie dabei sein werden. Laut Quellen, die der Coronation-Planung nahestehen, haben sich Beamte an den Zweitplatzierten von The X Factor, Olly Murs, gewandt, um die Lücke zu füllen. Eine königliche Quelle sagte gegenüber Gesang, die Organisatoren arbeiten gegen die Uhr, um ein aufregendes Line-up zusammenzustellen, haben sich aber einer Reihe von Herausforderungen gestellt. In Deutschland am Freitag davor, dann wieder kurz nach dem Windsor-Konzert, schafft er es nicht, nach Großbritannien zu stürmen. Unterdessen ist der Mann der Stunde, Harry Styles, auch mit Tourneen beschäftigt und kann keinen Schlüssel bekommen, Bandmitglieder zusammen, da sie dringend benötigte Ausfallzeiten haben werden. Die letzte nationale königliche Feier, die Platinum Jubilee Party von Königin Elisabeth II. Im Palast im vergangenen Juni präsentierte Queen Diana Ross und Alicia Keys. Die peinlichen Brüskierungen kommen, da Einladungen für 2000 Gäste, die bei der Veranstaltung erwartet werden, in den nächsten beiden ausgehen Wochen. Die Zahl der Gästeliste ist ein Viertel der Zahl, die an der Krönung von Königin Elisabeth II. Im Jahr 1953 teilnahm. Prinz Albert von Monaco und Prinzessin Charlene waren die ersten ausländischen Royals, die sagten, dass sie bei der Krönung anwesend sein werden. Zahlreiche andere ausländische Royals, Führer, und es bleibt unklar, ob Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle bei der Veranstaltung anwesend sein werden. Unter den Plänen für die Zeremonie wird Prinz George, der Sohn von Prinz William und Kate, Prinzessin von Wales, erwartet einen großen Anteil an den Feierlichkeiten.